Hallo, wusstet ihr, dass man für die Herstellung unserer Sinkschuhe mehr als 200 Arbeitsschritte benötigt? Heute zeigen wir euch, wie das bei uns passiert. Also, kommt mit! Bei allen Sinkschuhen hat die Passform oberste Priorität. Durch das Vermessen der Füße erhalten wir die optimalen Leisten für unsere Modelle. Mit den angefertigten Leisten geht es dann zu Sascha. Er ist unser kreativer Kopf. Gemeinsam mit seinem Team ist er für die Designs verantwortlich. Sie wissen, was im Trend liegt und holen sich laufend Anregungen aus Mailand, London, Paris. Neben der Optik müssen natürlich auch die Proportionen genau eingehalten werden, damit keine Druckstellen entstehen und die Schuhe Freude bereiten. Für die Lederauswahl geht es nun weiter zu Daniel. Daniel ist für die Überprüfung der Qualität unserer Leder verantwortlich. Unsere Leder sind zu 85% chromfrei gegerbt. Das ist zwar teurer und aufwendiger, aber erfüllt unsere hohen Nachhaltigkeitsanforderungen. Bei der Auswahl der Materialien für unsere Sinkschuhe achten wir auf die beste Qualität, Haptik und auf die natürliche Optik unserer Leder. Bei der Auslage der Teile achten wir vor allem darauf, dass wir die Lederfläche optimal ausnutzen und möglichst wenig Reste übrig bleiben. In unserer hauseigenen Werkstatt in Kopfing entsteht schließlich aus der ersten Idee ein fertiger Schuh. So wie in unserer Werkstatt in Kopfing, als auch in unseren Produktionen, braucht es bis zu 150 Arbeitsschritte. Und zwar in echter Handarbeit. So, jetzt ist er fertig, der Schuh für euch. Ich wünsche euch viel Freude beim Tragen.